wieder die quälenden Wiederholungen. Beckett selber wollte hier zum ersten Mal die Farben Rot, Gelb, Blau, Grün haben. Und ich sagte auch, in Schwarz-Weiß ist das eindrucksvoll. Und ein Freund von uns, der Dokumentarfilmer Roman Brotmann, der dabei war, sagte, dann sendet's doch erst in Farbe und dann in Schwarz-Weiß. Und da sagte Beckett, jawohl. Und dazwischen sind 100.000 Jahre Pause. Beckett schätzt am Fernsehen, dass hier, ähnlich wie beim Romanschreiben, das Ergebnis der Arbeit unveränderlich feststeht. Theaterinszenierungen verselbstständigen sich mit zunehmender Spieldauer. Er schreibt seine radikalsten Theaterstücke für das Medium Fernsehen um. Tiny little thing before his time in a godfor what girl yes tiny little girl into this out into this before her time godforsaken hole called no matter parents unknown unheard of he having vanished thin air loosen a button of his breeches she similarly 8 months later almost at the tick so no love spared that no love such as normally vented on the speechless infant in the home no nor indeed for that matter any of any kind no love of any kind. Genau wie er war, ein Künstler, der er war, um nicht zu sagen genial, wie er war, hat er dann auch gewusst, dass da Grenzen sind, die er akzeptieren muss. Also wo er künstlerisch dann nicht so weit kommt, wie er sich das vielleicht in seinem Kopf vorgestellt hat. Seine irische Heimat taucht immer wieder in den Prosa-Texten auf, die Beckett in seinen letzten Jahren schreibt. Insbesondere die Wicklow Mountains, die Erinnerungen an den Vater, die vielleicht nur eingebildete Ablehnung durch die Mutter. Texte am Rande des Verstummens. Kompositionen aus Klang und Rhythmus und aus unendlichen Wiederholungen. Wieder versuchen, wieder scheitern, wieder besser oder besser schlimmer, wieder schlimmer scheitern, wieder noch schlimmer, bis übel für immer, übergeben für immer, gehen für immer, wo wieder noch für immer, immer und alle Zeit. Am 17. Juli 1989 stirbt Susanne. Beckett lebt da schon in einem Pflegeheim. Er leidet an Parkinson und Durchblutungsstörungen, braucht fremde Hilfe. Am sozialen Leben im Heim nimmt er nicht teil. Sein Zimmer verlässt er nur selten. Allein, wenn er sich unbeobachtet fühlt, spricht er seinen hinfälligen Mitbewohnern Trost zu. Am 22. Dezember 1989 stirbt Samuel Beckett gegen 1 Uhr mittags. Nein, ich bedauere nichts. Ich bedauere nur, geboren zu sein. Sterben ist eine so lange, mühselige Sache. Geboren am Karfreitag 1906. Am Abend des Tages, an dem Christus in der Dunkelheit um die 9. Stunde schrie und starb. Wird Samuel Beckett am 2. Weihnachtsfeiertag 1989
auf dem Friedhof Montparnasse in Paris beerdigt. Oh, dies wird ein glücklicher Tag gewesen sein. Nochmal, Willi, nochmal. Nochmal, Willi, bitte. Nein, du willst es nicht für mich tun? Lippen schweigen, flüstern Geigen, hab mich lieb. All die Schritte sagen bitte, hab mich lieb. Jeder Druck der Hände deutlich mir es beschrieb. Er sagt klar, es ist wahr, du hast mich lieb.